Herzlich willkommen bei deinem Podcast Erfolgreich Glücklich Sein. Hier sind Christina und Walter von Herz über Kopf, dem Podcast, der dich dabei unterstützt, in deinen Strahlen, in dein ganzes Potenzial und in die Erfüllung deiner Herzenswünsche zu kommen. Und wir widmen uns heute einer Frage, die uns geschickt wurde nach unserer neuesten Umfrage. Und vielen, vielen herzlichen Dank nochmal an dich, dass du dich so engagiert bemühst, uns auch Fragen zu schicken. Darüber freuen wir uns sehr, denn dieser Podcast soll dein Podcast sein. Er lebt von deinen Fragen und hiermit beantworten wir heute schon mal die erste, die ich auch besonders spannend fand, weil ich das so, so gut kenne. Die Frage lautet: Immer wenn mich jemand interessiert, werde ich befangen. Bin gar nicht mehr richtig ich selbst, es ist nicht locker und leicht. Das ist gerade am Anfang sehr kontraproduktiv, um jemanden kennenzulernen und ihn im positiven Sinne auf sich aufmerksam zu machen. Locker und leicht ist es dagegen mit Männern, die für mich als Partner gar nicht in Frage kommen. Und ich kann dir sagen, auch wenn ich ja hier den besten Partner an meiner Seite habe, habe ich manchmal Menschen in meinem Leben, denen ich einfach gerne gefallen möchte, von denen ich mir so sehr wünsche, dass sie mich sehen und mögen, dass ich mich genau bei diesen Menschen total bescheuert verhalte. Ich weiß also genau, wovon du redest und finde das sehr interessant, das heute mal aufzurollen, um es möglichst zu verändern. Und ich glaube, das ist sowieso etwas, was alle machen. Also wenn ich mich daran erinnere, wie wir uns im Seminar kennengelernt haben, dann war das wirklich ganz komisch. Also auch von meiner Seite, dass ich halt da den ja selbstbewussten Seminarleiter heraushängen habe lassen, sage ich mal. Oder eben so ein bisschen, ja, einfach so dieses Verständnisvolle. Man will natürlich dann auch die entsprechende Außenwirkung bekommen. Und bei Christina war es auch irgendwie ein bisschen lustig so. Also jeder hat so erstmal so seine Maske vorgehalten. Und ich glaube, das ist ganz normal. Ich glaube, es gibt nicht die, die bei jedem Menschen sofort komplett authentisch sind. Das ist also erstmal, um den Druck wegzunehmen, das funktioniert sowieso nicht. Und wenn du jetzt hier hörst, dass das bei uns auch so war, dann siehst du ja auch, dass wir seit über 7 oder 8 Jahren sogar mittlerweile zusammen sind. Also es funktioniert auch, wenn man sich am Anfang ein bisschen komisch verhält. Also ich hatte auch das Gefühl beim Walter so, was ist das denn jetzt? Und ich fand ihn auch ein bisschen, ja, sehr eloquent und ich habe dann eigentlich eher so immer die Flucht angetreten, weil ich auch gar nicht so richtig wusste, was ich auf diese Fragen beantworten oder wie ich die beantworten soll und wollte eigentlich immer nur weg und habe mich damit ja auch nicht ganz normal verhalten, sondern war auch eher erstmal befangen. Ich glaube also, dass jeder von uns vielleicht so ein Stückchen diese Befangenheit in sich trägt und nur manche können es besser verbergen und wenn du das nicht so gut verbergen kannst, ist es im Grunde ja auch so ein Zeichen von, dass du doch sehr mit dir verbunden bist und ehrlich zu dir bist. Also du kriegst es wenigstens schon mal mit. Ich glaube, dass wirklich viele Menschen so eine Maske haben und es nicht mal mitkriegen. Und dann hier wirklich wie so die Affen damals auf die eigene Brust trommeln und mehr Wirbel machen, als wirklich dahinter ist. Und das ja im Grunde auch nur so eine Form von Unsicherheit ist. Das heißt, im Grunde sind wir alle anfangs erstmal ein bisschen unsicher. Und wahrscheinlich ist in jedem von uns auch Angst in uns, dass wir vielleicht nicht gemocht werden, nicht akzeptiert werden, dass wir verletzt werden. Und ich glaube letztlich, dass das auch die Angst des Kindes in uns ist. Also das, was vielleicht früher tatsächlich dann auch mal zurückgewiesen wurde. Ich denke dann immer so, die Männer haben es sowieso nicht einfach, ne? Also wenn ich mir das so klar mache, wie oft Männer einen Korb einstecken müssen. Da sind wir Frauen doch im Grunde noch gut dabei. Ich habe immer das Gefühl, uns gegenüber ist man doch so ein bisschen humaner, aber Männern gegenüber, wie warst du bisher Männern gegenüber? Warst du da wirklich freundlich und human und rücksichtsvoll, wenn du jemandem ja quasi einen Korb gegeben hast? Und wie viele Körbe mussten die in ihrem Leben vielleicht schon einstecken, ja? Oder sie versuchen es erst gar nicht. Also meine Taktik war ja lieber, ich warte so lange, bis die Frauen kommen. Und das war natürlich auch nicht immer besonders erfolgreich, weil ich mir genau das eben nicht einfangen wollte. Irgendwie so einen Korb oder so abgelehnt zu werden, das habe ich natürlich versucht zu vermeiden. Aber was mir gerade eingefallen ist, was du gerade gesagt hast mit den Affen, wenn wir auf Fuerte sind, haben wir in unserem kleinen Häuschen, da wohnen lauter kleine Spatzen, so kleine. Ja, die sind vielleicht 5 Zentimeter groß und das Männchen, wenn es ums Weibchen wirbt, dann machen die wirklich einen riesen Bohai. Also die Vögel, die plustern sich auf, also dieser kleine Spatz, der plustert sich auf und macht den dicken. Also es scheint irgendwie auch in der Natur so zu sein, dass man einfach beeindrucken will. Also irgendwo tief drin haben wir das alle. Erstmal so zur Entspannung. Du bist völlig normal, dass das bei dir ist. Und jetzt ist halt die Frage, wie bekommst du es dahin, dass du wirklich ehrlich und authentisch mit diesen Menschen umgehst, die dich interessieren. Nämlich genau so, wie wenn du mit jemand umgehen würdest,
der dich nicht ganz so interessiert oder der ein Freund von dir ist? Also mein Ex-Freund, der hat ja ganz lange dieses Pick-up gemacht. Im Sinne von, er hat es tief gelernt und ergründet und hat mir ganz viel darüber erzählt. Und Pick-upen ist natürlich so eine Strategie, die finde ich jetzt nicht so besonders gut. Und ich glaube, er hat die auch wirklich für sich nochmal verändert. Also er macht das nicht so seelenlos, sondern er hat es einfach genutzt, um seine Komfortzone auszudehnen. Und ich glaube, sein Tipp, den er immer wieder genannt hat und jetzt auch in seinen Coachings für Männer nennt, und er hat auch ein Buch darüber geschrieben. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Buch, um so die Komfortzone auszudehnen, um einfach immer mehr so zu sich zu kommen und sich auf die Schliche zu kommen, wo man sich selber im Grunde im Weg steht. Und er hat immer zu mir gesagt, das Einzige, was wirklich wichtig ist, ist es zu machen. Die Übung macht's. Das heißt also, immer wieder neu genau die Männer anzusprechen, die dich wirklich interessieren. Nicht jetzt dann Umwege zu gehen und zu versuchen, das zu vermeiden oder dich immer mehr zurückzuziehen in dein Schneckenhaus, sondern zu üben, was der Teufel noch so mit sich bringt. Also einfach üben. So hat er es gemacht. Und irgendwann ist er wirklich dazu ein Meister geworden. Das heißt also, er spricht mittlerweile genau die schönsten Frauen an, genau die Frauen an, die ihn wirklich interessieren. Und er macht es auch auf eine sehr charmante und ehrliche Art. Das heißt, er zeigt sich, wie er ist, und das hat er einfach nur geübt. Also er hat es wirklich mit der Übung hinbekommen. Er hat dann auch in seinem Buch ganz viele Übungen beschrieben, wie man Frauen leichter ansprechen kann, wie man mit ihnen ins Gespräch kommen kann. Und vielleicht ist es auch für dich eine Idee, dass du dir mal so aufschreibst, worüber würdest du denn gerne reden? Oder was sind denn so die Themen, die dich interessieren? Wo du auch das Gefühl hast, du fühlst dich sicher drin. Natürlich wählen wir, wenn wir jemanden kennenlernen wollen, doch vielleicht erstmal Themen, die wirklich sich gut anfühlen für uns. Und sich damit zu zeigen, könnte eine Möglichkeit sein, auch eine gemeinsame Schnittmenge zu finden und auch entspannter auf den anderen zugehen zu können. Also man kann das ja so ein bisschen vorbereiten, jetzt ohne dann verkrampft zu wirken, aber du kannst ja einfach mal so gucken, okay, was würde mich interessieren? Wo könnte ich auch eine Location aussuchen, die jetzt möglichst es einfach macht für mich? Ne? Also welche Location macht Sinn, um auch immer mal wieder eine Ablenkung zu haben und nicht nur auf das Gespräch gefesselt zu sein, aber sich doch auch ein bisschen besser kennenzulernen? Vielleicht der Zoo oder der Phantasialand-Park oder ja, vielleicht ein Eis essen gehen am Ufer vom Rhein oder vom Main oder wo auch immer du lebst. Irgendwas, was auch viele Menschen mit sich bringt, wo man aber trotzdem auch mal wieder Ruhe hat. Oder ein schönes Konzert im Park jetzt hier im Sommer oder im Winter vielleicht auch ein schöner Kinoabend möglicherweise und vorher was Schönes miteinander essen oder so. Sowas würde ich jetzt vorschlagen. Das waren alles so Tipps, die er auch gebracht hat. Es sollten Locations sein, in denen du dich sicher fühlst, in denen du dich wohlfühlst, in denen du das Gefühl hast, du kannst dich gut ausdehnen, so innerlich. Da muss ich jetzt mal eben meine Oma zitieren, weil meine Oma war, sie war mit einem Diplomaten zusammen. Sie mussten ganz oft solche Dinner geben, wo sie dann tatsächlich einen Tischnachbarn hatten, mit dem sie ins Gespräch kommen musste. Also wirklich etwas, was eben nicht steif wirken soll, sondern dass sich wirklich ein interessantes Gespräch entwickelt. Und ich habe meine Oma mal gefragt, ja, wie hast du das gemacht? Da sitzen ja dann irgendwelche Leute, die du noch nie gesehen hast. Und sie hat gesagt, sie hat einfach nur Fragen gestellt. Sie hat Fragen gestellt und zwar hat sie relativ schnell herausbekommen, was den anderen interessiert und hat einfach Fragen gestellt und plötzlich fing es an, aus dem anderen heraus zu sprudeln. Das kann, wenn du jemanden kennenlernst, total gut helfen, wenn du bei ihm das Sprudeln erzeugst und über seine Dinge erstmal sprichst oder über ihre Dinge sprichst und dann kannst du etwas von dir erzählen. Und außerdem ist es sowieso ganz spannend, mal rauszufinden, will der nur von sich erzählen oder will die nur von sich erzählen oder interessiert sich dann auch für dich? Also so könnte so ein Gespräch ganz gut in Gang kommen. Das sind ja erstmal so Taktiken oder Hilfsmittel. Und das ist natürlich gar nicht so unsere Art, dass wir jetzt sagen, du musst dein Verhalten ändern. Wichtig ist, dass du schaust, dass du wirklich ehrlich bist. Und wenn es verkrampft ist, dann sprich's an. Und wenn du dich komisch fühlst und verstummst oder irgendwie gar nichts mehr rauskriegst, dann sagst du ihm oder sag zu ihr, du, irgendwie fühlt sich das gerade ganz komisch an. Eigentlich habe ich totale Lust, mich mit dir zu unterhalten, aber ich verhalte mich gerade ganz komisch. Ich wollte es dir einfach nur sagen. Und du wirst merken, das bricht ganz oft das Eis. Weil du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr Verletzlichkeit den Raum öffnet. Also wirklich, wenn du dich zeigst, so wie du bist, mit deinen Ängsten, mit deinen Fehlern, dann wirst du merken, es macht was mit dem anderen. Wenn du sagst, boah, irgendwie finde ich das gerade total komisch und ich habe das Gefühl, ich verhalte mich auch total komisch, so bin ich gar nicht, dann wird es den anderen bewegen, weil er sagt, wow, die ist mutig oder der ist mutig und er zeigt sich genauso, wie er ist.
Und was ich halt immer ganz wichtig finde, wenn ich wieder in sowas komme, ein bisschen verstockt zu sein und nicht so ganz zu wissen und Angst zu haben, jetzt was falsch zu machen und dann über jeden Satz nachdenke, den ich jetzt eventuell sagen könnte, so dass ich ihn dann gar nicht mehr sage. Ich komme dann immer in so ein Verstummen rein. Ich sag dann gar nichts mehr, weil ich mir denke, ach, das ist jetzt auch wieder blöd und ach, soll ich das jetzt sagen? Nee, das ist wahrscheinlich auch wieder blöd. Dann sage ich gar nichts mehr und das bringt natürlich auch überhaupt nichts, weil ich das gar nicht bin. Und ich glaube, was da gut ist, ist, wenn ich mir dann immer in diesem Moment klar mache, was hier los ist. Ich frage mich echt in der Situation dann, okay, was ist denn jetzt hier gerade los? Warum verstumme ich? Warum habe ich so eine Angst davor, dass der mich nicht mag? Was soll denn passieren, wenn er mich nicht mag? Und wieso sollte er mich überhaupt eigentlich nicht mögen? Dann wird mir erstmal klar, dass das wieder die kleine Tina in mir ist, die Angst hat, was falsch zu machen. Dann nehme ich die erstmal zu mir und sage ihr, dass sie in Sicherheit bei mir ist und dass sie geliebt wird von mir, egal was sie sagt, egal was sie tut und auch egal von wem sie abgelehnt wird. Und dann versuche ich mich, während ich diese Gefühle fühle, die da gerade in der Kleinen anscheinend ja noch sind, versuche ich mich wieder in die Erwachsene zurückzuholen, indem ich mich ein bisschen aufrichte, tatsächlich auch körperlich mich aufrichte, mich hinsetze und wie so eine Ente mal so ein bisschen von mir abschüttle, was mich da gerade so befangen hat und dann mal so für mich gucke, okay, wie war denn das vor diesem Menschen, dem ich jetzt gefallen möchte? Habe ich es da überlebt? Habe ich es da hingekriegt? Habe ich da meinen Weg gefunden? Bin ich meinen Weg gegangen? Und dann stelle ich ganz schnell fest, so für mich, ja natürlich, ich habe den überhaupt nicht gebraucht für irgendetwas. Also mache ich mir klar, dass ich ihn auch ab jetzt nicht für irgendetwas brauche. Wieso sollte ich ihn brauchen? Ich habe ihn ja vorher auch nicht gebraucht. Und was sollte passieren, wenn er sich jetzt wegdreht? Es passiert eigentlich gar nichts. Dann ist es vielleicht auch nicht der richtige Mensch in meinem Leben, wenn er mich nicht so mag, wie ich bin. Und dann merke ich, dass ich ein bisschen freier werde und dass ich mir wieder mehr zutraue und dass ich mich entspanne. Weil es wirkt sich tatsächlich über die Gedanken natürlich auch auf unser Sprachzentrum aus, auf unseren Körper aus. Das heißt, wir wirken natürlich dann auf den anderen auch ein bisschen strange, weil wir so verstockt sind. Und das kommt voll beim anderen an. Also es kann manchmal auch helfen, wenn du dich einfach mal aus der Position, in der du dich gerade befindest, rausbegibst. Und wenn du nur mal kurz den Stuhl wechselst oder mal aufstehst oder mal woanders hingehst, wieder zurückkommst, mal einen Schluck Wasser trinkst, dich aufrichtest, all das kann helfen, um diese Energie, die du da gerade hast, zu verändern. Und letzten Endes ist es nichts anderes als eine energetische Ausstrahlung. Das hast du ja in deiner Frage selbst auch bemerkt. Du hast ja selbst gesagt, also von den Männern, von denen ich nichts will, da bin ich total normal, da bin ich tiefenentspannt, deswegen finden die mich dann auch alle toll. So könnte ich mir das zumindest vorstellen. Nur bei denen, wo wir jetzt denken, boah, die müssen uns jetzt unbedingt lieben oder mögen oder muss jetzt sonst was draus werden, fangen wir an und kommen in so ein totales energetisches Krampfen, Festhalten, was wollen. Und das wirkt natürlich immer total unsexy. Und das ist eigentlich egal, welcher Lebensbereich, egal wo du dich bewegst, ist immer dieses Anspannen, dann wird's krampfig. Also wenn du versuchst, etwas anderes zu sein, als du bist, wenn die Angst im Spiel ist, wenn die Angst dein Berater ist, dann wird's murksig. Und wenn du eben wirklich frei aus bereit bist zu scheitern, dann kannst du tatsächlich plötzlich, genau wie du vorhin von deinem Ex-Freund erzählt hast, vom Thomas, der ist bereit zu scheitern. Ihm geht's nur ums Machen. Er sagt, Scheitern ist völlig okay. Also wenn sie mich wegschickt, ich habe es wenigstens probiert. Und ich glaube, genau das ist etwas, was wirklich diese auch wiederum erfolgreiche Menschen ausmacht. Die haben gelernt zu scheitern. Und dazu haben wir schon mal einen Podcast aufgenommen. Vielleicht magst du den einfach nochmal anhören. Weil wenn du übst zu scheitern, wenn du heute bereit bist, genau mit diesem Menschen, der dich interessiert, genau so zu sein, wie du bist und vielleicht auch mal anzusprechen, dass du dich gerade komisch fühlst oder vielleicht auch mal anzusprechen, dass es gerade eine komische Situation ist, falls sie aufkommt, dann wirst du merken, beim nächsten Mal fällt es dir wieder leichter und noch leichter. Also die Wahrscheinlichkeit ist sowieso wesentlich größer, dass er dich mag, wenn du dich so zeigst, wie du bist. Und dann probier es einfach aus. Ich will das nochmal ganz klar rausgeben, was du gerade schon gesagt hast, nämlich, dass es nicht ums Ergebnis gehen sollte. Das finde ich einen ganz wichtigen Hinweis. Es geht nicht ums Ergebnis. Also wenn derjenige dich nicht mag, ist nicht das Relevante daran, sondern wenn du es mehr in den Fokus nimmst, dass du dich aber getraut hast, alles zu sagen und dich zu zeigen, wie du warst, egal was das Ergebnis davon ist, dann lenkst du den Fokus auf diesen Moment, wo du mutig warst. Dann lenkst du den Fokus auf diesen Moment, wo du dich tatsächlich gezeigt hast und stärkst mehr davon, anstatt dich immer nur vom Ergebnis so abbringen zu lassen, wie du es gesagt hast. Das ist echt etwas, was die Erfolgreichen von den Erfolglosen unterscheidet, glaube ich. Weil oft ist es so, dass der Output erst viele, viele, viele Jahre später kommt. So ja auch bei uns. Wir haben so viele Jahre hier gesessen und Dinge gemacht und angeboten und
die hatten einen mäßigen Zulauf oder Erfolg und wir haben trotzdem weitergemacht. Und irgendwann dann kam plötzlich auch der Zulauf, aber wir haben weitergemacht und wir haben uns fokussiert auf das, dass wir da tolle Sachen rausgeben, von ganzem Herzen alles tun dafür, dass wir den besten Content und die meiste Liebe hineinstecken. Wir haben uns darauf fokussiert, sonst hätten wir das gar nicht so lange durchgehalten. Und so kannst du das auf alles andere auch legen. Ich glaube, so hat es Thomas auch gemacht. Er hat immer nur wieder fokussiert, ich habe die angesprochen, ich habe das gemacht, ich war mutig, egal was dabei rauskam, ich mache weiter, ich verbessere das noch, ich schaue, dass ich noch authentischer dabei bin, ich schaue auch, dass ich im Herzenskontakt mit dieser Frau bin, die ich jetzt anspreche. Auch ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich, dass du darauf achtest, dass du auf Augenhöhe bist, ne? Also dich weder drüber stellst oder drunter. Also jetzt weder anfängst, den anderen so zu idealisieren und zu sagen, boah, super, der ist der Mann, den muss ich jetzt unbedingt für mich gewinnen, sondern wirklich auf Augenhöhe zu bleiben und zu sagen, ich bin auch toll, ich habe auch was anzubieten und wenn er mich nicht möchte, dann hat er ein Problem, weil dann verpasst er was in seinem Leben. Also das Herz offen zu halten und auf Augenhöhe zu sein, finde ich eine ganz wichtige Sache, ne? Vielleicht magst du mal eine Woche des Mutes leben, zum Beispiel mal alles ausprobieren, wo du eventuell abgelehnt werden könntest. Und natürlich ist es bei den Menschen, die dir ganz besonders wichtig sind, noch viel schwerer. Also probier's mal bei der Tankstelle aus oder probier's mal aus, zum Beispiel einfach mal die Musik laut zu machen an der Tanke. Ich meine, das ist jetzt nichts Besonderes, aber der eine oder andere würde es nie tun, weil er Angst hat, die anderen könnten denken, Mensch, warum hat er die Musik so laut? Also fang mal mit kleinen Dingen an und mach das, was worauf du Lust hast, genauso wie du bist. Und wenn dich dabei einer doof findet, dann ist das genau das Ziel dieser Übung. Weil genau davor haben wir doch am meisten Angst, dass wir abgelehnt werden. Und das ist doch in jeder Beziehung so, dass wir letztendlich wie so eine Art Handel betreiben. Da ist jemand, den wollen wir von irgendwas überzeugen, entweder von uns oder von unserem Produkt oder was auch immer. Wir wollen also gesehen werden, wir wollen anerkannt werden und wir wollen etwas von ihm. Das machen wir uns eigentlich erstmal gar nicht so richtig klar. Letztendlich ist das ein Handel. Die meisten Beziehungen funktionieren auf Basis eines Handels. Und zwar bei wirklichen partnerschaftlichen Beziehungen ist, du sollst mich jetzt gut finden, du sollst mich anerkennen, du sollst mich toll finden. Oder bei anderen Beziehungen, dann ist es ganz oft so, dass die mir was geben sollen, der soll mir was bringen. Das klingt total böse, aber es ist, glaube ich, die Basis von den meisten Beziehungen. Wir sind mit jemand zusammen, weil er uns etwas bringen soll. Zum Beispiel, ich kenne es nur aus meiner Geschichte als Surfer. Ich habe einen Freund, der ist ein sehr bekannter Surfer. Und da habe ich mich immer gerne dazugestellt. Ich kannte den bekannten Weltmeister. Ich kannte den. Und es hat mir was gebracht. Also das ist schon schräg. Wir suchen uns also etwas, was uns was bringt. Und wenn du dir das bewusst machst, dass du etwas von ihm willst oder von ihr willst, dann hör auf damit, wenn er dir wirklich wichtig ist. Hör auf, etwas zu wollen oder bemerke es zumindest, dass du was willst und lass das los, dass dieses Ziel wirklich in den Hintergrund gerät. Und da finde ich das ganz wichtig und ich finde bei mir zumindest, ist es manchmal ein schmaler Grat, jetzt nicht das Herz zuzumachen und aus dem Kontakt zu gehen. Also dennoch auf Augenhöhe zu bleiben und einfach die Unsicherheit zu spüren, die dann kommt, wenn du das auch loslässt, was du dir so sehr wünschst, wenn du dann einfach dennoch da bist. Was nämlich passieren kann, ist, also zumindest ich kenne das von mir, wenn ich mir dann sage, ach, bah, ich brauche den ja gar nicht und ich habe auch ohne den vorher gut gelebt, dann stelle ich mich so ein Stück weit drüber und wirke für mich selber dann schon fast arrogant, weil ich mir so denke, ich brauche dich nicht und du kannst auch mit mir überhaupt nichts reden, ist mir dann auch egal, ich komme ohne dich klar, ich brauche dich für nichts und niemanden irgendwie. Und das funktioniert dann eben auch wieder nicht, weil dann deine energetische Ausstrahlung auch wieder so eine ist, die du ja gar nicht bist, nämlich arrogant. Also wenn du manchmal vielleicht auch so abweisend oder arrogant wirken könntest, könnte es ja einfach nur sein, dass da wieder sich die Unsicherheit zeigt, die darunter liegt. Ich glaube, das ist bei arroganten Menschen sowieso immer der Fall, dass sie einfach nur total unsicher sind. Deshalb achte ich darauf, dass ich in dem Moment, wo ich merke, so wow, jetzt kippe ich in dieses Extrem, mich wieder zurückhole, mein Herz öffne und das funktioniert bei mir besonders gut, wenn ich mir in meinem Gegenüber dessen inneres kleines Kind vorstelle. In dem Moment, wo ich mir sein inneres Kind vorstelle,
öffnet sich mein Herz meilenweit, weil ich glaube, dass jeder Mensch die gleichen Themen hat irgendwo, dass jeder Mensch einfach nur unsicher ist und sich auch zum Beispiel, wenn es sich um einen mächtigen Menschen handelt, von dem du gerne gesehen werden möchtest, vielleicht auch von deinem Chef, warum ist er denn so mächtig geworden? Warum hat er denn so viel Einfluss? Warum spielt er denn die ganzen Karten so hervorragend? Natürlich, weil er sich dadurch sicherer fühlt. Natürlich, weil es unter Umständen seine Strategie ist, um gut anzukommen, weil es seine Strategie ist, um mitspielen zu dürfen. Und wenn ich da den Kleinen sehe, der sich das im Grunde genauso wünscht, wie ich ja eigentlich auch, dann sind wir wieder in einem Boot. Und darum geht es, dass du auf Augenhöhe in einem Boot bist, weil dann könnt ihr gemeinsam irgendwo hinrudern. Genau. Und daher entspann dich, weil dieses Wollen und das Befangensein ist Anspannung. Also versuch dich in den Situationen zu entspannen, sei ehrlich, sei authentisch und sei mutig. Das sind die Messages, die wir rüberbringen wollen, weil wenn du Erfahrungen machst, die nimmt dir keiner mehr. Und erinnere dich mal an die peinlichsten Momente in deinem Leben, die sind geblieben, aber heute lachst du drüber und du hast es wenigstens probiert. Und da können wir einige von diesen peinlichen Momenten jetzt erzählen, machen wir natürlich nicht, sondern wir wollen, dass du es ausprobierst. Also mach mal eine Woche, in der du solche Dinge ausprobierst, in der du riskierst, abgelehnt zu werden. Und bist einfach ehrlich du selber und probierst erstmal bei denen, die du nicht ganz so toll findest, sondern erstmal so genau bei denen es dir nicht ganz so wichtig ist. Aber dann gehst du weiter und steigerst sozusagen das Level und du wirst merken, durch die Übung, so wie es Christina vorhin gesagt hast, kommst du auf eine ganz andere Freiheit, weil du plötzlich dir erlaubst, du selbst zu sein. Und wir wünschen dir dabei ganz viel Freude. Probier es aus. Mach Dinge, die du noch nie gemacht hast, mit Menschen, die du sonst nie ansprechen würdest und schau mal, wie es wirkt. In diesem Sinne, hab eine tolle Woche und erzähl uns gerne von deinen Ergebnissen. Berichte uns auf Instagram oder Facebook. Folge uns auf beidem, sodass wir miteinander in Kontakt bleiben können. Wenn du noch nicht in unserer Facebook-Gruppe bist, dann komm ganz schnell rein. Es gibt jeden Mittwoch einen Erlebnismittwoch und immer neue tolle Themen. Abwechslungsreich mit uns und auch mit unserer Bianca. Also lass dir das nicht entgehen und werde Teil von dieser ganz besonderen Community. Wir wünschen dir eine schöne Zeit und freuen uns auf dich und danken dir dafür, dass du so eine treue Hörerin, ein treuer Hörer unseres Podcasts bist. Und auch hier und heute kannst du dir wieder die Stichpunkte, so eine Art Stichpunktenliste runterladen und auch dort ist der Link unten in den Shownotes. Und jetzt genieß dein Leben und riskier etwas. Bring deinen Strahlen zum Strahlen, immer größer, immer mehr, immer weiter, weil dein Strahlen wichtig ist. Mit deinem Strahlen veränderst du etwas und deshalb erlaub dir zu strahlen, was das Zeug hält. Wir tun das Gleiche und bis bald. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao.